Yes, yes, yo, sali zusammen und herzlich willkommen zu CH Rap Aktuell. Eure News-Sender auf Spotify, Instagram und YouTube. Hier in dieser Sendung schauen wir verschiedene MCs an und stellen euch auch noch unsere Lieblingspicks von den letzten 2-3 Monaten, also Favorite Releases, vor. Und abschließend geben wir euch noch einen Ausblick auf bevorstehende Events, wo ihr unbedingt dabei sein müsst. Yes, Mann. Mein Name ist Fenton. Ich bin der Kepper Caffrey. Und das ist CH Rap Aktuell. Wir starten mit dem Beitrag CH Rap Aktuell. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, aber es ist eine Seite auf Instagram, wo Steckbriefe von verschiedenen Rapper und Rapperinnen aus der Schweiz posten. Es sind Infos immer dabei wie Name, Stadt, wo sie herkommen, gestartet, was speziell an ihnen ist und der Lieblingstrack von ihnen selber, also das Projekt, das sie würden am ehesten vorstellen. Da muss man aber beachten, dass gewisse schon eine Zeit lang her sind, also gestartet hat es in 2020. Das heisst, das ist vielleicht nicht mehr ganz aktuell, wie man auch bei gewissen gesehen wird. Und ich fange auch an mit dem allerersten Post, den wir gemacht haben auf CH Rap Aktuell. Es ist der LAB aus Basel. Er selber sagt St. Basel eigentlich, also, oder hat das öfters gesagt, was eine Mischung ist aus St. Gallen, wo er ursprünglich herkommt, und Basel. Genau. Mein persönlicher Favorite Song von ihm ist Melodie vom Tod. Und gönnt euch. Dann kommen wir eigentlich auch schon zum zweiten Rapper, zum Impick. Ich habe das ähnlich gemacht wie du. Ich bin mal auf der Instagram-Seite ganz abgescrollt und habe mich sogar für den zweiten Post entschieden. Yes, und zwar handelt es sich um einen Codec O. Das ist ein Berner Rapper. Ich kenne ihn von diversen Events, die auch du veranstaltet hast, wo er mitgemacht hat. Speziell aufgefallen ist er mir an der Cypher Bern. Das ist auch ein Livestream, den wir auf CH Rap Aktuell auf dem YouTube-Channel, CH Rap Replay YouTube-Channel, yes, veröffentlicht haben. Dort könnt ihr auch das Video von ihm schauen. Das ist auch meine Empfehlung an euch. Gönnt euch unbedingt dort seinen Auftritt. Der hat sicky Flows, geile Double Times. Sonst zu seiner Person kann man sagen, er hat sehr, sehr eingängige Hooks. Als Pick sonst würde ich euch empfehlen, A Sunday League and Trash Talk. Das ist sein Mixtape-Album, das er released hat. Das ist sehr nice Shit. 17 Tracks. 17 Tracks. Könnt ihr hören auf der Playlist CH Rapper rein. Und CH Rap Bern. Genau. Ja, hört dort unbedingt mal rein. Auf CH Rap Basel findet ihr dann übrigens auch den LAB. Also lohnt sich unbedingt auch die Playlists hören auf Spotify. Wir kommen zum letzten Beitrag, den wir highlighten werden, und das ist der Düsto. Ich bin ehrlich gesagt darauf gekommen, ihn zu highlighten, weil ich ihn erst gerade live gesehen habe an unserem Event im Badhäusli, Hip-Hop St. Johann, der am 25.03. stattgefunden hat. Und er ist live einfach ultra geil. Also wirklich, er ist an der Cypher gesehen, hat gerappt, hat freestyled. Dann hat er noch ein Konzert gemacht, ist ultra dope gewesen, also live ist er mega geil. Starke Bühnenpräsenz. Ja, Mann, sehr. Ja. Wirklich. Finde ich echt nice. Er rappt auch schon seit 10 Jahren, wie er immer wieder sagt. Also so, das ist stabil, man sieht, dass es schon lange macht. Man hört es auch. Mein Lieblingssong von ihm ist Money. Das ist ein sehr danziger Track, also richtig oben, finde ich. Und dann auch noch ein Song von ihm, Amour, von seinem Album Affect, das er vor kurzem, also nicht ganz vor kurzem, aber so ein halbes Jahr, glaube ich, gedroppt hat, wo ultra dope ist. Also gönnt euch das auf jeden Fall. Genau, und somit sind wir eigentlich schon in der Mitte der Sendung angekommen. Und zwar stellen wir euch jetzt unsere Picks von den letzten 2 Monaten vor. Das sind 3 EPs oder 3 Tracks, die wir gerne würden highlighten. Ich glaube, als allererstes hast du jemanden mitgebracht, allbekannt, gerade frisch beim neuen Format 32 Bars auf dem YouTube-Channel CR Rap Replay angekommen, Slime Spidey. Slime Spidey, genau, mit seinem neuen Track Liebesbrief. Und er hat auch mit seinem normalen Beatmaker, den er immer dabei hat, dein Beat ist 35 Mal besser als deine.
gedroppt. Es ist eine geile Performance von ihm, es ist ein geiler Beat, es ist ein geiler Mix. Slime Spidey muss man unbedingt auf dem Schirm haben. Gönnt euch nochmals die Part, weil bei 32 Bars finde ich persönlich hat er mega abgerissen. Es ist einfach nice, sein ganzes Movement finde ich dope. Harte Beats, harte ja. Bars. Ja, Mann. Wirklich. Slime Spidey, gönnt euch. Ja, ja, Tag für Tag gibt's Momente, wo ich mit dir verschmilz. Ich fühl mich, als wäre ich auf irgendwelchen Pilz. Ich treibe Emotionen, verschiedene Dimensionen. Ich fühl mich, als wäre ich nur für den einen Shit geboren. Und der Andi hat auch jemanden für uns mitgebracht, oder du? Ein Duo, ich habe tatsächlich ein Duo mitgebracht. Genau, es ist auch noch nicht so lange her. Da hat Fragen und Nebenwirkungen EP gedroppt, und zwar die Nebeleffekt EP. Sehr, sehr geiles Tape. Extrem laid back auf Oldschool Beats. Ist heftiger Shit. Ganz komplexe Text, muss man sich ein paar Mal anhören, ja, bis man alles wirklich checkt. Am Anfang ist man sehr verwirrt, wenn man es hört, aber ey, zum Entspannen, einfach der Shit. Also ich, seitdem ich sie entdeckt habe, also ich habe sie so 2-3 Wochen nachdem sie gedroppt haben, habe ich erst mal reingelassen, aber ich muss sagen, Crème de la Crème. Stop. Also ist richtig geil, und seitdem bin ich voll drauf hängen geblieben. Ja, Beats vom J-Ro, man, er macht ultra dope Beats. Richtig, also richtig oldschool. Richtig heftige Beats. Ja, Mann, ist geil. Ey, um es bitte entspannt und cool, irrelevante News. Da bloß der kalte Wind durchs Haus. Spinn ich oder spuk's? Oder bin ich nur verwirrt? Oder ist es weit verwirrt? Da höre ich Stimme in meinem Hirn und sie singen mir ein Lied. Ziege weit und weg, ziege weit und weg. Alle guten Dinge sind drei, alle guten Dinge sind drei. Instinktiv griff ich ein Zweig und kei. Gras, Tabak, zusammen, Mischung, naturell. Fühl mich frei, alles im Grünen. Mach nicht vergnügen. Dann kommen wir mal schon zum Meme, also zum letzten Pick von den Releases, wo ich nice gefunden habe. Und das war einmal gesehen der Capo Caffrey. Sehr nice. Ja, Mann. Und zwar, er hat eine EP dropped, wo Do You Know Funk 2 heisst. Es ist eine folgende EP auf die erste EP Do You Know Funk. Und er wird uns Funk näher bringen. Ich persönlich habe es vorher nicht kennt und ich finde es recht dope. Also es ist easy, schnell, es ist irgendetwas mit Trap, aber es ist trotzdem noch etwas anderes. Es ist also Funk. Es ist Funk. Es ist völlig anders. Yes. Und ich finde, der Mix ist geil. So die Art, wie man Effekt benutzt, ist mega geil, mega gut übergekommen. Alles self-made, also Props an Andy, Capo Caffrey. Merci, ja. Geile Scheiß, Mann. Deine Gang ist ready, aim is steady. Mit der Glock auf deinen Kopf, beim Driver shooten. Fliegen Kugeln aus dem Dreier zu dir. Schmuck kein Hinweis auf die Täter. Wir sind schneller als die Polizei. Ein falscher Blick in meine Richtung, dann gibt's eine Schlägerei. 5-3, Gang sein, hier bin ich zu. Genau, und somit kommen wir auch schon zum letzten Teil von unserer heutigen Sendung. Und zwar geht es um einen Ausblick, wo in nächster Zeit was halt so läuft, was für Events es laufen. Und meine Fresse, es läuft etwas. Es ist viel. Ja. Ey, nimm uns doch gerade mal mit und erzähl uns mal, hey, was läuft eigentlich so in der nächsten Zeit in der Schweiz? Es ist Hip-Hop-technisch unglaublich viel Live-Rap. Und zwar, es geht gerade los das Wochenende am 16.04. in Glarus. Es ist Glarner Rap Night. Der El Cambio ladet ein zu Open Mics. Viele Konzerte. Gabe ist dort, der YT, der Senior Taco spielt auch etwas. Also es wird richtig dope, wirklich, ich bin fix um. Und dann geht es weiter am 21.04. Virus Bounce Cypher ist um. Rapper und Rapperinnen aus der ganzen Schweiz, die sich versammeln, die für einen Livestream Lives bitten, exklusiv Bars schreiben. Also es ist crazy, ich glaube, das ist so der Moment in der Schweizer Rap-Szene, wo alles, also alle Augen sind dort. Absolut, und weil es letztes Jahr nur eine Überraschungscypher gegeben hat, dieses Jahr wieder viele Leute um sind, denke ich, dass es richtig hässig und hungrig wird. Also es lohnt sich sicher, auf SRF Virus einzuschalten. Schau dann an SRF Virus, sind echt geil, also gute Arbeit, was die machen. Sehr nice. Und am nächsten Tag geht es gerade weiter in Basel, nämlich Tomorrow, dort Album releasen und du das am gleichen oben gerade noch taufen am B-Scene Festival. Also das wird sicher auch dope. Ich finde es richtig nice, dass ein Album released und das am gleichen Tag tut gerade noch taufen. Also das ist crazy. Und das ist ja noch nicht alles. Es gibt noch ein zweites Konzert am B-Scene. Voll. Was das es ist geht auch noch. Was das hat was auch das? Noch Auftritt. Und yes. Zwar in der Kaserne. In der Ritual. Big One. Also riesig. Große Location.
unbedingt vorbeischauen. B-Scene Festival, geht da hin. Dann am nächsten Wochenende, 23.04. wird vom Wisu in Sursee ein Battle gehostet. Es wird sicher geil, es ist ein Battle von der Battle League, also es sind viele verschiedene MCs, die man kennt, rum. Und dann das Wochenende drauf ist gerade das Ultimate, also das ist so das grösste Battle, denke ich, oder das krasseste Battle, nämlich alle, die in der Battle League mit battlen, sammeln dort einen Punkt, um ans Ultimate zu kommen. Also es ist quasi die Meisterschaft oder das Finale, kann man auch so sagen. Es findet in der Turnhalle statt, in Bern. Kauft euch Tickets, es ist mega fett, also kommt vorbei. Müman, Simon Disco und viele andere Namen, die man nennen könnt, sind rum, also geile Scheiß. Und dann ist das Wochenende drauf, ist eigentlich wie jeden Sonntag, also jeden ersten Sonntag ist die Sonntagscypher. Das ist ein Cypher, organisiert von Hip-Hop so in der Gotthard Bar, wo B-Boys, B-Girls, MCs, Beatmakers einfach Hip-Hop zusammenkommt und den Vibe genießt und es ist einfach geil. Sie geht um, es ist fett, das kann man nicht verpassen, wenn man Hip-Hop liebt, dann muss man dort hin. Und dann noch als letztes, was man ansagen kann, ist, das dürft ihr auf keinen Fall vergessen, ist am 7.5., also 7. Mai, ist Cypher Basel von CH Rap Aktuell, CH Rap Replay im Radio X. Yes, man. Geile Scheiß, schaltet ein, abonniert, ihr wisst Bescheid. Um 7.5. Mein Name ist Fenton. Ich bin der Capper Caffrey. Und das ist CH Rap Aktuell. Let's go, Alter.